und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich einen kleinen Mix-Haul für euch. Also es ist überwiegend von Kreativ Bunt und noch zwei Sachen von Action, zwei, drei Sachen von Amazon. Und das wollte ich euch jetzt schnell zeigen, bevor ich es wegräume, und fange damit natürlich jetzt auch an. So, dann wollen wir mal erstmal mit den Sachen von Kreativ Bunt beginnen. Da durfte einmal mit dieses Stempelset hier von Whimsy Stamps mit den süßen Fledermäusen. Ich fand die zuckersüß und ja, Halloween steht halt vor der Tür, musste mit. Und das hat 14,95 Euro gekostet, das Set. Ja, ist nicht so preiswert, aber ich hatte ja Geburtstag und habe mir von meinem Geburtstagsgeld quasi ein paar Stempel, ein paar neue geleistet. Das ist das eine. Dann durften die Halloween-Kitties mit. Das ist dieses Stempelset. Fand ich auch richtig niedlich hier unten mit dem kleinen Collage, sage ich jetzt mal, und den zwei Katzen und diesem ganzen kleinen Zeug da noch dazu. Das hat gekostet 15,95 Euro. Dann von Clearly Besotted. Das Set habe ich schon einmal bei AliExpress vor ein paar Jahren gekauft und ja, wusste damals halt noch nicht, dass es eine Marke ist, und weil ich die so toll finde, und das sind Silikonstempel und das sind hier aber Photopolymer, glaube ich, Stempel. Die sind wesentlich besser, lassen sich besser abstempeln als wie die Silikonstempel. Deswegen durfte das nochmal mit, weil ich es einfach liebe. Und das hat gekostet, ich glaube, das steht nicht wirklich. Ah doch, hier hinten steht es drauf. Also, dann hat das gekostet 13,95 Euro. Das ist das Set. Achso, ich kann euch ja noch die Namen mal hier rein zeigen, falls ihr da auch Interesse dran habt und euch das bestellen wollt. Die Halloween Kitties ist hier Hokus Pokus Kitties. Heißt das. Und die Fledermäuse wäre dann das. So. Dann natürlich, ich liebe Gerda Steiner. Ihr wisst es ja, durften diese coolen Eulchen hier mit. Ich finde die total schön. Und man muss jetzt auch erstmal gucken, wo steht's denn? Wo steht's bei Gerda? Da unten. Only. Und das hat 14,95 Euro gekostet. Diese süßen Scheißerchen hier. Und dann nochmal ein Set von CC Design. Auch nochmal mit Halloween-Katzen. Und ja, da gibt es nichts weiter dazu zu sagen. Ich finde das total niedlich. Und das musste halt mit. Ja, ja, voll süß. Und die haben gekostet Kid Halloween. Jetzt bin ich durcheinander. Achso, die Hokuspokus-Kätzchen hier von Whimsy Stamps waren 14,95 und das hat 15,95 gekostet von CC Design. So, jetzt ist es korrekt. Und dann einmal hier dieses Tape noch. Ja, Tacky Tape. Und das hat gekostet 1,95 €. Das ist 6 mm in der Breite und 10 Meter sind drauf. Hatte ich noch einmal mit, weil es im Sale drin war. Ja, und das war auch schon die Bestelle von Kreativ Bunt. Die Zwischensumme davon sind dann 76,20 Euro. Ja, so schnell ist das Geld weg. So, dann habe ich beim Action diesen Wichtel hier gefunden. Ich muss mal hier den quer reinpacken, weil ich die Kamera so weit nach unten gestellt habe jetzt und hier nicht drum rumfummeln möchte. Was der gekostet hat, weiß ich leider nicht mehr, weil es waren nur zwei Sachen. Und zwar der Wichtel in rosa, weil ich den süß fand. Und einmal dieses Glitzer-Schnee-Gedönst-Kram hier. Wollte ich mal ausprobieren, wie das so ist. Diesen 3D-Schnee sozusagen. Das kann man damit machen. Mal schauen, wie der zum Einsatz kommt und ob der gut ist. Und ob ich es noch schaffe, bevor es wieder raus ist aus dem Sortiment, das mal zu testen. Ist ja auch immer noch so eine Sache. Dann war ich wieder in Tegel. Moment, ja, Tegel. Ja. Und in diesem kleinen Hobbyladen. Ich weiß jetzt leider nicht, wie er heißt. Guck mal im Internet und verlinke euch das. Und da habe ich, ach so, hier, Hobbyshop heißt der.
Da ist auch die Adresse. Müsst ihr mal googeln. Ich weiß nicht, ob die einen Online-Shop auch haben. Keine Ahnung. Da durfte mit einmal dieser Stickerbogen hier, weil ich ja ein Babyalbum für meine Schwester bastle, für meinen Neffen quasi, so ein Fotoalbum. Der war auch nicht so preiswert. Der hat 2,95 gekostet für so einen Stickerbogen. Aber gut, die kleinen Bastelshops wollen auch leben und von daher ist das schon okay. Dann durfte einmal hier von EFCO dieses Stempelset hier mit schön, dass du da bist, in zwei verschiedenen Schriftarten oder Größen. Denn schön, dass es dich gibt, das auch zweimal und du bist wunderbar auch zweimal. Und dann noch die Herzchen da unten drunter. Der hat gekostet 4,20 Euro. So, dann durften mit zwei kleine Holzstempel, weil ich ja immer diese Smileys male auf meinen Briefen und manchmal missglücken mir die. Und da fand ich das jetzt hier echt niedlich. Das ist noch eine annehmbare Größe. Die haben jeweils 75 Cent gekostet, diese beiden hier. Duften mit. Und einmal hier so ein Pixel, weil, ja, meiner ist weg. Keine Ahnung. Er ist weg. Der hat 1,25 Euro gekostet. Wahrscheinlich jetzt, wenn ich dann aufräume, ich will ein bisschen umräumen, meinen kompletten Schreibtisch, alles, wird er mir wahrscheinlich wieder in die Hände fallen. Aber dann habe ich zwei, das ist dann nicht weiter schlimm. Also der 1,50 Euro dort im Shop. Genau, das war das aus dem Hobby-Shop. Pack ich mal beiseite. Und bei Amazon habe ich mir bestellt diese Stanzen hier. Einmal die Outlines und dann hier diese Innenteile hier. Und dann quasi die Blätteradern, wie auch immer man das nennen möchte. Die sind auch noch zu und eingepackt hier. Habe ich noch nicht benutzt. Werden dann demnächst auch zum Einsatz kommen. Ich hoffe, die stanzen gut. Die sind auch von Ideen mit Herz. Die werdet ihr wahrscheinlich dort auch finden. Also ich habe sie bei Amazon bestellt. Preis kann ich euch jetzt leider nicht sagen, aber wenn es gewünscht ist, sagt Bescheid dann in den Kommentaren und dann verlinke ich euch das noch nachträglich. So sehen die aus, die durften mit. Dann einmal so Kreisstanzen, weil ich habe nur so kleine. Ich glaube, das größte ist dann hier dieser dritte. Und so große habe ich gar nicht gehabt und der durfte jetzt auch nochmal mit. Ich glaube, der war um die 8 Euro hat der gekostet. Hier wäre der QR-Code dazu, falls da jemand Interesse dran hat. Und dann durfte noch mit, ich weiß jetzt nicht, wie teuer das war, müsste ich jetzt auch noch mal gucken, und zwar für mein Fimo Modellierkram, Modellierwerkzeug halt. Na, also hier habe ich noch zwei von den Blendern habe ich noch und das Holzzeug müsste ich auch noch komplett haben, aber über die Jahre sind mir schon ein paar Dinge flöten gegangen und dann habe ich mir gedacht, so bestelle ich mir ein großes Set. Fand es auch ganz praktisch, dass es gleich in dieser Tasche hier so drin ist und dann kann das jedes Mal wieder da rein und dann hoffe ich doch, dass es beisammen bleibt in meinem Chaos, in meinem Bastelchaos und ja, dass ich damit eine Weile, dass ich daran eine Weile Freude habe. So, das war es auch schon wieder mit meinem kleinen Haul. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr so sehen wollt, wovon ihr mehr sehen wollt. Und dann schaue ich mal, wie ich das umsetzen kann. Und ja, genau. Lasst mir gerne ein kostenloses Abo da für mehr und wenn ihr nichts verpassen wollt. Und bis dahin, bleibt alles schön gesund. Däumchen nach oben nicht vergessen. Und liebe nette Kommentare sind immer gern gesehen. Bis dahin, tschüss!